Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier den Ernst davon natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat gewonnen. 3:1 am Ende in Salzburg. Ganz ehrlich, ich hätte es mir nicht gedacht. Also ein Punkt wäre schon eine wirklich gute Leistung gewesen. Aber gleich den Auswärtssieg und dann noch souverän, muss man sagen. Also wirklich Chapeau an höchster Stelle. JJ und Co. sind on fire gewesen. Die Salzburger, klar, hatten auch keinen guten Tag. Braucht man nicht drum herum reden, aber trotzdem wirklich eine mehr als ordentliche, starke Leistung bei den Blackies. Nahezu perfektes Umschaltspiel in Schwarz-Weiß. Und da muss man klar sagen, ja, den Sieg haben sich die Schwarzen dann auch wirklich redlich verdient. Und ja, für die Salzburger ist es damit die erste Niederlage in der noch so frühen Saison. Ja, und für den SK Sturm war es auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich positives Ausrufezeichen. Gehen wir das Ganze chronologisch mal kurz durch. Gleich mal in den ersten Minuten gab es eigentlich schon ein Hin und Her. Sturm auf jeden Fall von Beginn weg richtig schön aggressiv auf den Gegner draufgegangen. Genauso wie man es eigentlich auch haben muss, damit man da wirklich was holen kann gegen Salzburg mit ihrer intensiven Spielanlage. Aber die Blackies haben nicht nur dagegen gehalten, die haben eigentlich sind da ein bisschen vorweg marschiert, würde ich da fast behaupten. Nach 5 Minuten gab es bereits aus relativ spitzen Winkel den ersten Abschluss für die Blackies. Friesenbichler zunächst im Laufduell mit einem Salzburger. Der Ball verspringt ein bisschen, dann aus halblinker Position eben nochmal der Abschluss. Der Winkel, wie gesagt, schon zu spitz und dann eben vom Alu ins Out. Aber das war schon eben die erste gute Möglichkeit für Sturm. Auf der Gegenseite dann die Salzburger durch Okafor gefährlich gewesen. Sein Ball, ich glaube, abgefälscht noch gewesen, geht dann halbwegs knapp vorbei. Dann wieder nach einer guten Viertelstunde, nach einer Ecke ist es ein Kopfball von David Nemeth. Der geht auch knapp am Salzburger Kasten vorbei und dann wieder irgendwann Okafor mit dem nächsten Salzburger Abschluss. Man hat auch schon gemerkt, dass im Laufe der ersten Halbzeit, so ich würde sagen nach einer guten circa halben Stunde herum, sind dann schon die Salzburger besser reingekommen. Also was jetzt in die Offensivaktionen anbelangt, obwohl auch jetzt nicht wirklich viel Zielführendes dabei rauskam. Ein Abseitstor gab es von Berischer, das wurde dann war knapp, aber wurde, glaube ich, zu Recht nicht anerkannt. Nach einem Schuss, ich glaube, Walschi hat den ersten abgegeben, der an die Stange und dann eben Berischer beim Nachschuss im Abseits. Aber da waren schon die Salzburger in der Phase ein bisschen näher dran, ganz klar wie Sturm. Trotzdem, die Blackies gerade kämpferisch wirklich herauszustechen. Da hat man super dagegen gehalten. Und ja, wäre dann auch sogar fast nochmal belohnt worden, knapp vor der Pause über die rechte Seite. Ich glaube, Hierländer war es, der auf Janscher ablegt. Janscher legt nochmal zurück auf Kuhn, wobei die Schussposition da knapp vorm 16er ja nicht mehr ganz so ideal war. Der Schuss von Kuhn wird dann auch noch abgefälscht, geht dann nicht ins Tor. Aber das war so die letzte wirklich gefährliche Aktion in der ersten Hälfte. Mit dem 0:0 ging es in die Pause. Salzburg, ja, an Abschlüssen schon leicht überlegen, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, die Partie ja Minimum mal ausgeglichen und wie gesagt, kämpferisch hatte Sturm da schon die Nase recht deutlich vorne, wie ich finde. In der zweiten Hälfte beginnen auch die Blackies dann wie die Feuerwehr und da muss man wirklich schauen, dass man da nicht durcheinander kommt, denn da gab es rasante 10 Minuten. In Minute 48 die Blackies mit einem Angriff, die Flanke auf Jakob oder das Zuspiel auf Jakob Janscher über die linke Seite kommt nicht hundertprozentig platziert. Janscher kann den Ball trotzdem noch verarbeiten, legt nochmal zurück auf Kuhn, der mit einer butterweichen, pipifeinen Flanke in den 16er und da steht Ivan Lubitsch am kurzen Pfosten und nickt ein, also was heißt nickt ein, trifft natürlich da mit dem Fuß zum 1:0 für den SK Sturm. Also gleich nach der Pause die Blackies mit einem Top-Start, sehr schön herausgespieltes Tor und da hat man schon gemerkt, die Salzburger waren ein bisschen überrumpelt und Sturm legt dann auch gut nach. Nur ein paar Minuten später ein Ball aus der eigenen Hälfte, David Nemeth hoch in die gegnerische Hälfte. Salzburg zu weit aufgerückt und Sturm macht es auch wirklich perfekt in dem Moment. Der hohe Ball wird von Friesenbichler, glaube ich, verlängert. Dann bekommt ihn Hierländer vor die Füße. Der zieht über die rechte Seite dann schön in Richtung 16er. Dann mit der perfekten Hereingabe auf Jakob Janscher und der mit dem 2:0 für den SK Sturm. Also auch das sehr, sehr feines Tor, muss man sagen. Perfektes Konterspiel. Also da gab es für Salzburg
auch nichts zu verteidigen. Die standen natürlich dann zu hoch. Aber ja, die Blackies haben es wirklich auch eiskalt gemacht, muss man sagen. Und das war auch noch nicht mal das Ende. Denn ja, wenige Minuten später dann der nächste Treffer für den SK Sturm. Wieder ein hoher Ball, David Nemeth. Sowieso auch starke Partie von ihm, unter anderem. Und ja, über die rechte Seite ist es diesmal Ingolic, der den Ball perfekt auf Jakob Janča zuspielt. Sehr, sehr sauberes Timing. Und dann Janča zum zweiten Mal nach einer knappen Stunde mit dem 3:0 für den SK Sturm. Eine 3-0-Führung in Salzburg. Ich glaube, das hat es für die Blackies sowieso noch überhaupt nicht gegeben. Und ja, man hat dann schon gemerkt, klar, nach dem dritten Tor, da war es dann wirklich lustig. Die Salzburger sind dann auch wirklich nervös geworden. Das Spiel wurde hektischer, ein bisschen mehr nicklig hier und da von beiden Seiten. Und die Salzburger haben dann natürlich noch mal probiert, da ein bisschen was zu reißen und zumindest Schadensbegrenzung da zu betreiben. Sie haben auch einige Abschlüsse dann gehabt, aber unterm Strich war es entweder Siebenhandel oder Unvermögen eben, was dafür gesorgt hat, dass die Dosen in dieser Phase ja zu keinem Torerfolg kamen. Nach knapp, ich glaube, 75 Minuten herum, dann auch eine wirklich interessante Szene. Wüthrich, der den Ball von der Mittellinie, also einen Freistoß ausführt, und der senkt sich fast noch in das Tor von Zizan Stankovic im Salzburger Kasten. Der kann mit Ach und Krach das 0:4 an der Stelle verhindern. Also da muss man auch sagen, ja, da hatten die Dosen sogar noch Glück, denn auch bei so, also in so einer Partie hätte auch so ein Ball locker noch reingehen können. Nichtsdestotrotz gelingt ja den Bohlen dann doch noch ein Ehrentor. Das war auch ein sehr schöner, muss man sagen. Also Keuter im Laufduell gegen die Sturmdefensive legt den Ball dann mit der Hacke nochmal zurück auf Mekrim Berisha. Und der eben dann mit dem Abschluss knapp außerhalb des 16ers, ein wunderschöner Schlenzer, keine Chance für Siebenhandel, muss man auch klar sagen. Und das war eben dann der Ehrentreffer für die Bullen zum 1:3, wenige Minuten vor dem Ende. Trotzdem, ja, die Blackies, muss man wirklich sagen, mit einer Top-Leistung gewinnen mit 3:1 in Salzburg, völlig verdient. Nach ja 9 sieglosen Partien gegen die Bullen der erste Sieg und für die Dosen eben die erste Niederlage, wie gesagt, in dieser Saison. Also ich muss sagen, ich bin nach der Leistung wirklich ein bisschen begeistert. Die Jungs haben das super gemacht, haben schnell umgeschalten, zweikampftechnisch herausragend auch zu erwähnen. Da beispielsweise ein Goran Stankovic, der ist im Moment wirklich einer der Schlüsselfiguren schlechthin. Hammerharte, hammergeile Partie auch von ihm und natürlich Janča etc. Also in der Offensive, in der Defensive hat alles gepasst. Man muss sagen, da wächst wirklich was heran, ohne in zu hohe Euphorien gleich zu verfallen. Aber da kann man sich auch ruhig mal freuen nach so einer Partie. Also das ist, glaube ich, nicht gerade selbstverständlich, dass man so eine wirklich stabile Leistung der Blackies gegen den langjährigen Meister da hinlegt und dann auch noch auswärts. Also Chapeau an der Stelle. Und man ist genau übrigens in der Fremde auch noch unbesiegt, ganz normal. Und in der Tabelle, ja auch da klettern die Blackies kontinuierlich weiter nach oben. Also schauen wir, was die nächsten Wochen bringen. Dieses Spiel war einfach mal geil. Also mitten im Lockdown, Sensation in Salzburg. Von dem her, ja, schreibt ihr mir natürlich, bevor ich das Video beende, gerne wieder in die Kommentare, was sagt ihr zu der gestrigen Partie. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen natürlich. Und bis dann. Ciao, ciao.